Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Lukas von Bestens und heute geht es um den CleanMax, der automatische Hemden- und Blusenbügler. Und solltet ihr auch irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem klassischen Bügeln, was Hemden und Blusen angeht, dann kann dieses Gerät Abhilfe schaffen, denn ja, das Gerät sorgt dafür, dass ihr wirklich ein Top-Ergebnis am Ende habt. Und im Video werde ich euch das Ganze mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich werde das Ganze aufbauen. Und ihr könnt euch einen ersten Eindruck machen. Hey, bevor das eigentliche Video anfängt, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und haben einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du hast unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du gerne mal draufdrücken und dir den Preis mal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß jetzt bei dem Video. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ich habe mir das Ganze in die Firma bestellen lassen und der Lieferumfang, den werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Ihr bekommt natürlich das Basisgerät, das ihr natürlich benötigt, um die Leistung zu bringen. Dann habt ihr, ja, sag ich mal, Gewichte, um auch wirklich das Hemd unten zu halten. Die werdet ihr dann später an das Hemd klammern. Dann habt ihr noch eine Stange zur Befestigung und sozusagen noch ein Oberteil, das ihr oben auf die Stange befestigt, um das Hemd dann später bzw. die Puppe drüber zu spannen. Genau, das letzte Teil ist dann die Puppe, die kommt als allererstes drüber. Das seht ihr dann aber im Video, wie das Ganze funktioniert. Ja, die Version von CleanMax aus dem Jahr 2019 zeigt eine Reihe positiver Eigenschaften auf. Beispielsweise arbeitet CleanMax mit 1800 Watt Leistung und bringt dementsprechend schnelle und gute Bügelergebnisse. Die Steuerung erfolgt über ein übersichtliches Touch-Display an der Puppenfront. Hier könnt ihr etwa zwei Programme einstellen, einmal für feuchte und trockene Wäsche. Wie gesagt, das einzige Manko ist eben der Größenbereich der Puppe. Blusen bzw. Hemden mit der Größe S bis XXL sind möglich. Aber alles andere, beziehungsweise es gibt auch Bügelpuppen, die ja wesentlich flexiblere Größeneinstellungen besitzen. Ja, kurz die Vorteile und die Nachteile auf einen Blick zusammengefasst. Also Vorteile liegen darin, ihr habt ein Touch-Display, ihr habt einen Timer, ihr habt Programme für feuchte und trockene Wäsche und ihr habt natürlich mit dem Gerät gute Bügelergebnisse. Die Schwächen liegen eher darin, dass der Größenbereich nicht sehr flexibel ist und der Aufbau anfangs ein bisschen mühsam ist, wenn man sich noch nicht so gut auskennt. Ja, wie ihr im Video seht, das Ganze ist ganz einfach aufzubauen. Den CleanMax natürlich auf eine Fläche abstellen, wo ihr genug Platz habt. Dann den Teleskopstab drauf stecken, oben dann die weitere Haltung. Dort kommt dann die Puppe erstmal drüber, die wirklich auch sauber drüber ziehen, damit ihr euer Hemd auch wirklich perfekt drauflegen könnt. Das Hemd, beim Hemd ist es dann auch natürlich wichtig, dass ihr unten die Gewichte anlegt, damit auch wirklich eine Spannung entsteht und ihr, ja, sag ich mal, die besten Ergebnisse erwarten könnt. Unten das Ganze umstülpen, dann habt ihr einen sicheren Halt und dann könnt ihr auch loslegen und könnt euch über perfekte Bügelergebnisse freuen. Thank you.
So, vergesst bitte nicht, in die Videobeschreibung nochmal reinzusehen. Dort haben wir den besten aktuellen Preis für euch rausgesucht. Das heißt, dort einfach mal draufklicken, wenn euch das Produkt überzeugt hat. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das kleine Review, für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Lukas von Bestens und ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video.